In Istanbul wurden bei einem Terrorangriff am Flughafen Atatürk 147 Menschen verletzt und mindestens 36 getötet. Gestern Abend gegen 21 Uhr sprengten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft, zwei davon vor dem Ankunftsbereich des internationalen Terminals, ein weiterer auf dem nahegelegenen Parkplatz, hieß es in der Nacht aus Regierungskreisen. Augenzeugen berichten hingegen von mindestens einem Angreifer auch im Terminal. Die Polizei vermutet, dass der sogenannte Islamische Staat für den Anschlag verantwortlich zeichnet. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die Lage am Atatürk-Flughafen in der Früh wirkt ruhig. Doch was am Abend hier genau passiert ist, liegt noch im Dunkeln. Nach bisherigen Ermittlungen haben mehrere Täter zunächst um sich geschossen und sich dann in die Luft gesprengt. Den Angreifern ist es nach Angaben von Regierungskreisen nicht gelungen, die Sicherheitsschleusen am Eingang zu überwinden. Augenzeugenberichte deuten aber darauf hin, dass sie bis in den Innenbereich des Airports gelangten. Die ersten Ermittlungen weisen darauf hin, dass der IS für den Angriff verantwortlich ist, so der türkische Ministerpräsident noch in der Nacht. Die meisten der Opfer stammen aus der Türkei. Nähere Angaben zu anderen Nationalitäten gibt es bisher nicht. Istanbul war heuer bereits mehrfach das Ziel von Attentaten. Der Flugverkehr am Atatürk Airport ist vorerst eingestellt. Doch schon heute sollen die ersten Maschinen wieder starten.